Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mit euch heute diese lange Diamantbox basteln. Gesehen habe ich sie bei der lieben Stempelfantasie. Und man kann sie hier mit Magnet öffnen. Nicht wundern, meine Magnete sind gleichpolig. Deswegen kleben die so. Und da könnt ihr dann halt was Schönes reinfüllen. Ob es gefüllt mit ein bisschen Süßigkeiten oder irgendwas anderem, das ist euch selbst überlassen. Das ist die Deko, die ich dazu gemacht habe. Finde ich eigentlich so an sich ganz cool. Nicht wundern, der Kleber ist einfach noch nicht trocken. Und hier ist die Box komplett verschlossen. Und hier könnt ihr sehen, dass wir da halt wirklich dieses Gebäulte haben, ne? Das muss auch so sein. Und an sich finde ich die ganz cool. So, was ihr für diese Box braucht und wie es funktioniert, zeige ich euch dann jetzt im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Für die schöne Box braucht man natürlich auch wieder Material. Und zwar brauchen wir einen Cardstock nach Wahl in 21x14,85. Und wir brauchen Designpapier, 4 Stücke in 13 x 3 cm. Und dann habe ich mir ein bisschen Deko hier zusammengesucht. Ich habe mir hier einen Goldfaden schon mal fertig gemacht. Einen Spruch nehme ich von Herzen. Den kann man im Original noch besser erkennen. Dann habe ich mir hier zwei gestempelte Zweige rausgesucht. Dazu ein kleines Blümchen. Aus Spiegelkarton habe ich mir hier so einen Wellenkreis ausgestanzt und einen Wellenkreis aus dem Designpapier. Das wird nachher so übereinander geklebt. Dann brauchen wir ein Magnetpaar und dann habe ich hier noch ein bisschen Deko, so kleinere Halbperlen. Und ich habe mir hier mal rausgesucht, mit denen habe ich auch noch nicht gearbeitet, solche echt etwas größeren Pailletten, die so ein bisschen mehr nach Mermaid aussehen. Also die glitzern, ja, glitzern nicht, die irisieren mehr. Ich glaube, so kann man es besser beschreiben. Ob ich sie nachher eventuell nutzen werde, weiß ich noch nicht genau. Ich habe mir nur gedacht, ich lege es mir schon mal parat und dann gucken wir nachher spontan, was da kommt. So, dann bereite ich gerade vor und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Zuallererst fangen wir an mit dem Farbkarton in 21x14,85. Den müssen wir natürlich ein bisschen falzen. Und zwar auf der langen Seite falzen wir zuerst bei 3,5. Und einmal bei 17,5. Da das aber von beiden Seiten jeweils 3,5 ist, drehe ich das einfach um. Ich habe keine Lust, mein Lineal auszuklappen. Und falze da dann nochmal bei 3,5. Dann habt ihr nämlich so auch die 17,5. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Ich probiere es nochmal. Hier hatten wir 3,5. Hier müssen es auch 3,5 sein, von Falzlinie bis Ende. Deswegen habe ich es jetzt einfach umgedreht. Aber manche möchten halt nicht umdrehen, deswegen habe ich 3,5 und 17,5. Jetzt müssen wir uns hier noch Falzlinien setzen. Und zwar nur von unten bis zur kommenden Falzlinie bei 3,5 cm. Dann bei 7 cm. Das ist nicht schlimm, wenn es nicht ganz bis nach oben ist, weil die werden wir nicht falzen, die werden wir nachher eh schneiden. Dann bei 10,5 und den letzten bei 14. Das gleiche wiederholen wir jetzt auf der anderen Seite. Aber ich muss jetzt gerade umdenken. Ne, wir machen es anders. Wir lassen das so. Ich gehe jetzt mit meinem Falzbein nach, also mit meiner Falzklinge nach oben.
lege ich mir bei 3,5 an. Falze nur bis zur Falzlinie, also genauso wie wir es gerade eben gemacht haben. Dann bei 7 cm. Wir dürfen halt jetzt nicht das Mittelstück mit falzen, deswegen mache ich das so. Bei 10,5 und bei 14. So, dann kann das Falzbrett weg. Jetzt brauchen wir einmal eine Silikonmatte und ein Falztool. Da muss ich gerade mal gucken, wo ist denn meins? Na, wo ist denn mein Falzstift? Da ist er doch. Und wir brauchen ein Lineal. Ich weiß nicht, ob mein Geodreieck reicht. Ja, das reicht. Wir legen uns jetzt einmal diese schmalen Stücke. Hier sind diese ganz schmalen. Die kommen nach unten. Jetzt wird schräg gefalzt. Und zwar gehen wir hier von der Falzlinie oben schräg hier zu der ersten Falzlinie. Man sieht es bei diesem Cardstock leider ein bisschen schlecht. Wenn ihr mit der Hand nachfalzt, achtet darauf, dass ihr nicht zu dolle drückt. Jetzt gehen wir hier von der ersten Falz hier oben hoch zur Kante. Bin ich ein bisschen abgerutscht gerade. Von der Falzlinie gehen, also von der ersten Falzlinie links, gehen wir zur zweiten Falzlinie rechts. Also im Endeffekt immer im Zickzack, dass ihr da Kreuze nachher drauf habt. Von der zweiten Falzlinie links zur ersten rechts. Von der zweiten links zur dritten rechts. Von der zweiten rechts zur dritten links. Ich hoffe, so versteht man das, wie ich das meine. Weil ich weiß, mit dem Papier seht ihr in der Kamera so weit wie gerade gar nichts. Von der dritten links zur vierten rechts. Und von der dritten rechts zur vierten links. Das war's mit dem per Handfalzen noch. Gerade echt wehgetan. Also ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, dass ihr es sehen könnt. Wir haben hier die geraden Falzlinien und da die schrägen. Also hier haben wir dann die Kreuze. Ich glaube, so könnt ihr das ganz gut sehen. So, die Matte kann dann weg. Jetzt müssen wir uns das noch ein bisschen zurechtschneiden. Ich hole euch dafür mal wieder einmal ein bisschen raus. Und zwar haben wir ja hier die geraden Falzlinien. Die schneiden wir uns einmal ein. Bis zur
ersten Falzlinie, ne? Das gleiche machen wir auf der zweiten Seite auch. Ich bin mir selber im Licht, ich sehe die teilweise selber nicht. Ich muss mir unbedingt merken, wenn ich das nächste Mal solche Projekte mache, muss ich anderen Cardstock nehmen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht für euch. Seht ihr, jetzt habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Ich brauche noch mal das Falzbrett. Und zwar lege ich mir das jetzt noch mal bei 14 cm an. Und falze die letzte Falz einmal komplett durch. Weil das wird nämlich unsere Klebelasche. Soweit hätte ich auch mal denken sollen, ne? So, und jetzt haben wir ja hier die komplette kleine. Das schrägen wir uns jetzt hier hin ab. Und das gleiche nach dahin. Ihr könnt auch ruhig noch etwas schräger abschrägen. Dann kommt ihr nachher nicht in die Bredouille, dass das mit den schrägen Falzlinien nachher nicht funktioniert. So, das ist dann euer Projekt. Also so sollte das dann aussehen als nächstes. Jetzt gehe ich hin und falze mir einmal die Falzlinien alle nach. So, die geraden. Damit fange ich an, weil das sind die einfachsten. Und dann natürlich auch einmal da, wo unsere Klebelasche ist. So. Und dann könnt ihr nämlich die schrägen nämlich jetzt auch super nachfalzen. Weil ihr könnt nämlich, wenn ihr da eingeschnitten habt, die nämlich komplett rüberknicken, so dass ihr dann halt auch mit dem Falzbein darüber könnt. Da müsst ihr dann mal halt gucken, wie es für euch am praktischsten ist, ob ihr jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Mensch, heute ist echt nicht mein Tag. Ach so, jetzt fällt es mir ein. Ihr könnt selber gucken, ob ihr eventuell erst alles in eine Richtung, das heißt immer erst eine Seite schräg falzt und dann anders. Also jetzt zum Beispiel, wenn ihr erst die macht, dann die, dann die, dann die und dann die von links nach rechts gehen. Also zum Beispiel erst von rechts nach links die Falzlinien und dann die, die von links nach rechts gehen. Das müsst ihr selber für euch entscheiden. Da haben wir auf jeden Fall schon mal unser Projekt. So sollte das dann jetzt aussehen. Dann seht ihr nämlich jetzt auch, was ich meine mit dem Schrägfalzen. Weil jetzt kann man sie nach dem Falzen auf jeden Fall gut erkennen.
Jetzt müssen wir uns das Ganze seitlich verschließen, also mit der schmalen Klebelasche hier. Dafür falze ich die gerade noch mal einmal mit den Fingern nach, dadurch, dass wir da mit dem Falzbein rübergegangen sind. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil ihr müsst die hier ansetzen. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die Falzlinien rechts und links auch einwandfrei passen, weil sonst ist sie nämlich nachher schief. Dafür muss man halt mal probieren, wie es für einen selber am praktischsten ist, festzuhalten. Nicht. Das ist eine Sache, da könnt ihr zum Beispiel nicht einfach hinlegen, andrücken, rüber rontern, weil ihr habt ja in der Mitte keine gerade Linie. Das sind ja alles nur die schrägen Falzlinien. Mensch. Das will jetzt aber gerade nicht. Jetzt habe ich das erste Stück schon und hoffe, dass es jetzt auch sitzen bleibt. So. Jetzt mache ich gerade zuallererst meinen Kleber zu, weil sonst ist der nämlich auch gleich hart. Und dann könnt ihr gucken, wenn ihr hier ein bisschen aufklappt, dass ihr da mit dem Falzbein ein bisschen Stabilität von innen gebt, damit ihr da rüberstreichen könnt. Ich weiß, ich bin jetzt aus der Kamera, aber so kann ich das jetzt gerade einmal besser, um das ein bisschen zusammenzusetzen. Ist halt nicht ganz so einfach, aber gebt da nicht auf. So, sitzt es jetzt drin fest, ja. Ja, ist jetzt drin fest. Dann gehe ich jetzt hin und mache mir die erste Seitenfalz zu. Wir haben ja hier ziemlich viel Papier. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen gehe ich jetzt hin. Das mache ich aber nur auf der einen Seite. Und schneide mir hier die zwei von den gegenüberliegenden Flächen einfach ab. So, die können wir dann da reinklappen. Dann kommt da einmal hier eine ganz kleine Linie. Jetzt gucke ich, dass ich da auf jeden Fall auch das Viereck hinbekomme, weil das ist nämlich jetzt ganz, ganz wichtig. So. Dann kommt hier komplett. Und auf den dann auch komplett Kleber.
Und wenn ihr da, upa, und wenn ihr da jetzt gar keinen Überstand habt, dann habt das auf jeden Fall perfekt zusammengesetzt. Ihr müsst dann nur halt gucken, wo hier bei euch die Kante ist. Gerade gesehen, dass mein Kleber da wohl schon trocken war beim Zusammenkleben. So. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich hier... Wisst ihr was? Wir machen bei der Seite... Schneiden wir uns auch zwei ab und am besten genau auf die beiden, die ihr auf der anderen Seite abgeschnitten habt. Die habe ich jetzt allerdings auch ein bisschen kleiner geschnitten. So, jetzt kommen meine Magnete zum Einsatz. Ich hatte bei meinen Magneten das Problem, dass die gleichpolig sind, alle. Was in diesem Fall natürlich nicht schlimm ist, weil ihr könnt ein Magnet nach innen kleben. Also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, hier mittig schön drauf nach innen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Nee, habe ich nicht. Hoppa, na komm, ab da. So, dann klappe ich das jetzt zu. Lass mir meinen zweiten da drauf flitschen. Nehme da die Schutzfolie ab. Und mache mir das auch einmal richtig schön zu. Dann könnt ihr vorsichtig aufmachen und den Magneten auch nochmal andrücken. Dann habt ihr da nämlich wunderbar euren Verschluss. Und im Endeffekt ist das sogar egal, wie rum ihr es dann zumacht. Weil wir wollen ja schon eine schöne geraden Abschluss haben. So, das hier wird jetzt bei mir die Vorderseite. Deswegen... geht sie bei mir so rum zu öffnen, weil wir hier unsere Klebelasche haben. Das heißt, das Stück gehe ich jetzt einmal hin und boll das ein, genau wie die anderen. Aber da kommt sowieso gleich noch Designpapier drüber. Also die Klebelasche sieht man gleich nicht mehr. Dafür müssen wir auch da ein bisschen vorbereiten. So, das sind die vier Stücke in 13 x 3 cm. Ich drehe mir das mal einmal auf die Rückseite, weil dann kann ich wunderbar anzeichnen. Ihr könnt es auch nachher gleich nach den Markierungen mit dem Schneidebrett schneiden. Also, wir legen einmal hier oben. Wir legen einmal hier oben an. Und machen eine Markierung bei 6,5 cm. Jetzt lege ich mir das hier einmal gerade an, dass hier vom Geodreieck die Mitte genau auf der Kante vom Papier liegt, dass das schön gerade ist, und übertrage mir die Linie, die Markierung nach unten. Jetzt lege ich mir mit dem Geodreieck, habt ihr ja hier auch noch die Messlinien, also 1,5, 2, dann lege ich mir bei 1,5 cm an und mache mir rechts und links die Markierung. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also wir haben einmal hier und hier Markierung. Hier und hier. Wer das so ohne Geodreieck machen will, wir haben hier und da von links gesehen 6,5, also mittig. Wir haben ja 13, also 6,5 mittig.
Und hier, dadurch, dass wir 3 haben in der Breite des Papiers, ist die Markierung bei 1,5. So, jetzt ziehen wir uns von oben Markierung eine Linie zur rechten Markierung. Von der rechten Markierung geht es zur unteren. Von der unteren ziehen wir die Markierung zur linken. Und von der linken nach oben. So, dass wir da so eine Rauten, ich hätte beinahe gesagt Rautenform. Gilt das als Raute? Ja, eigentlich schon. Das habe ich bei denen hier auch schon vorbereitet, vorher, um ein bisschen Zeit zu sparen. So, und jetzt schneiden wir uns an den Linien entlang und haben dann, wenn wir das exakt gemessen haben, genau passend für die Flächen auf der Box. Deswegen habe ich das hinten drauf markiert, weil da muss ich dann nichts mehr wegradieren. Und dadurch, dass das symmetrisch ist, ist es egal, ob ich es mir jetzt vorne oder hinten markiere. Das bleibt sich dann in dem Punkt eigentlich gleich. Und wer da ein bisschen fitter ist, kann das natürlich auch mit dem Schneidebrett schneiden. Geht ein bisschen besser, also ein bisschen schneller. Aber für mich ist das jetzt gerade bei solchen dünnen Teilen angenehmer, mit der Schere zu schneiden. Weil ihr habt ja immer dieses breite Lineal, was ihr beim Schneidebrett runterklappt. Und da ist das Problem, dass euch, ihr könnt das nachher gar nicht mehr wirklich festhalten. Aber wer zum Beispiel einen Hebelschneider hat, der kann das damit super, super schneiden. Habe ich auch, aber dann könnte ich es euch nicht zeigen. So sollten dann eure Designpapierstücke aussehen. Und dann können wir uns unsere Box wieder nehmen und kleben die auf diese Stücke, wo es eingedellt ist, weil die dellen sich so ein. Da könnt ihr die draufkleben. Und so habt ihr nämlich dann da auch gleich die Klebelasche ein bisschen versteckt. Nur dadurch, dass das Papier jetzt so spitz geschnitten ist, geht bitte mit dem Kleber auch wirklich bis in die Spitzen rein. Damit euch das da auch hundertprozentig hält. So, und dann kleben wir das hier einmal schön auf. Deswegen ist es wichtig, wenn dass das vorm, na komm, da muss es auch halten, vorm
Designpapier aufkleben, dann halt dementsprechend auch schon zusammengesetzt ist. An den Stücken teilweise kann es sein, dass ihr hier an den Kanten, an diesen Kanten, nochmal ein bisschen mehr nachdrücken müsst und einen Moment festhalten, weil es ist ja schon ziemlich gebogen und es wäre ärgerlich, wenn das nachher nicht vernünftig halten würde. Nur passt auf, wenn ihr Kleber nehmt, der noch klebt, wenn er getrocknet ist, das heißt wie zum Beispiel ein Tombow, dass ihr dann nicht zu viel Kleber nehmt, dass es euch rausflutscht, weil dann habt ihr das Projekt nämlich von außen versaut und das wäre einfach schade drum. Deswegen arbeite ich da ganz gerne mit dem VBS-Kleber. Da habe ich eine ganz große Flasche und die kleine. Und die kleine fülle ich mir dann halt immer nach Bedarf nach. Von der großen. Die Flasche selber habe ich jetzt schon 3 Jahre. Und die ist immer noch nicht leer. Also da ist richtig gut was drin. Vor allen Dingen bei dem Kleber braucht ihr eigentlich auch nicht so viel. Also ich persönlich nehme eigentlich schon viel zu viel Kleber davon. So, und dann jetzt noch das letzte Stück. Und dann können wir uns nämlich schon an die Deko machen. Und ihr seht, das passt perfekt mit dem Papier, ne? Wenn ihr euch das so zuschneidet. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich nochmal irgendwo ran muss zum Nachdrücken. Nein, perfekt. Jetzt ist mir allerdings vorhin gerade hier der Kleber, das eine Stück runter. Fallen auf die Kleberseite. Erstmal so rubbeln, dass es nicht mehr klebt. Das entferne ich nachher mit der Klinge. So, das wäre jetzt euer eure Verpackung selber. Also finde ich an sich richtig, richtig cool. Ich gucke jetzt, wo ich die Deko drauf machen muss. Die mache ich da drauf, dass ich, wenn ich den umklappe, den zu mir klappe. Das heißt, bei mir kommt die Deko da vorne drauf. Die mache ich jetzt aber erstmal fertig. Ich habe mir hier schon den Goldfaden ein bisschen gewickelt. Den werde ich jetzt gleich so ein bisschen auseinanderziehen. Und dann kommt da das Goldene drauf, wo sich leider so ein bisschen die Folie beim Stanzen abgelöst hat. Also da kommen solche Beulen. Ihr könnt da aber auch x-beliebige Deko nehmen. Guckt, was euch da am besten gefällt. Das klebe ich mir dann mittig da drauf. Darunter habe ich jetzt den Goldfaden befestigt. Also den habe ich hiermit eingearbeitet. So, dann habe ich hier meinen Spruch. Da mache ich jetzt nur mittig Kleber drauf.
und setze mir den einmal hier unten mit drauf. Nein, falsch. Nochmal ab. Nochmal Kleber drauf. Da brauche ich nämlich erst hier die Zweige. Die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Und dann kommt da das Schild drüber. So, dadurch, dass das jetzt relativ dick ist, halte ich das einen kleinen Moment fest. Dann habe ich hier so eine kleine Blüte. Die setze ich mir jetzt hier einmal drauf. Halten wir auch einen kleinen Moment mit Druck fest. Dann mache ich mir hier in der Mitte einen kleinen Punkt Kleber und setze mir da so einen kleinen Strassstein drauf, also eine kleine Halbperle. Dann sieht das jetzt einmal so aus. Finde ich an sich ganz cool. So, und jetzt müssen wir einmal gucken, weil das müssen wir jetzt auch befestigen. Mittig wird schwierig, da wir ja das... Ja, doch, wir kriegen es mittig drauf. Dann mache ich hinten mittig jetzt einmal Kleber drauf. Auch da könntet ihr rein theoretisch auch 3D-Pads nehmen. Und setze mir das einmal schön mittig da oben drauf. Halte das einen Moment fest. Dass das erstmal ein bisschen anziehen kann. Ja. So, dann habe ich hier ja noch die, die Pailletten. Ich nehme da jetzt nur zwei von. Das heißt, ich mache mir hier ein bisschen Kleber, da ein bisschen Kleber, auch gerne ein ganz klein bisschen mehr. Und setze mir die einmal hier drauf. Und da ja hier der Kleber durchs Loch kommt, setze ich mir da dann noch eine von den Halbperlen rein, weil die ist auch irisierend, die passt da ganz gut hin, nur der Kleber reicht nicht. Na. So. Da noch eine Paillette hin. Dann mache ich da noch ein klein bisschen mehr Kleber drauf. Und dann kommt auch da die Halbperle rein. Der Kleber wird nachher durchsichtig. Und so lasse ich das dann. Ich denke, das reicht auf jeden Fall so. Das könnt ihr euch dann, die Box könnt ihr euch dann super schön befüllen mit irgendwas Schönem. Ich denke sogar, dass da so eine kleine Flasche Shampoo oder Duschgel reinpassen würde. Vom Platz innen drin ist das dann so. Das heißt, es dürfte nicht ganz so dick sein. Und dann ist das Projekt fertig. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.